23. April, kurz vor zwei, nachmittags. Ich habe mich gerade mit meinen Eltern getroffen, habe mit denen was gegessen. Jetzt bin ich wieder zu Hause. Und ich hatte gerade eine kleine Niesattacke. Hatte ich das nicht schon mal in irgendeinem Video gesagt? Naja, heute gehe ich zu einem Kosmetikseminar bei der Krebsberatung hier in Osnabrück und bin schon echt gespannt, ob die mir da noch irgendwas zeigen können, was mir vielleicht so ein bisschen hilft. Vielleicht haben die auch eine Idee, warum meine Wimpern immer losgehen, abgehen, keine Ahnung. Vielleicht kennen die das Problem, ja, wer weiß. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt. 15:30 geht das da los und ich weiß nicht, ob ich mich da abschminken muss oder ob die da nur erzählen. Auf jeden Fall gehe ich da so hin. Ich überlege gerade, ob ich eine Mütze aufsetze, weil es ist echt windig und frisch draußen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Tuch, das rutscht immer so irgendwie nach oben weg. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich mich ganz kurz vorher einmal zeigen und eventuell sehe ich ja danach anders aus. Wir werden sehen. Ich werde versuchen, mich danach nochmal kurz zu melden, wenn ich dran denke. Wenn ich dran denke. Mensch, das wird auch immer schlimmer, ne? Mit diesen Silben verschlucken und so weiter. Naja, wie gesagt, so wird heute auf jeden Fall mein Tag aussehen. Ich überlege, ob ich mir noch einen wärmeren Pulli anziehe, denn die Sonne kommt zwar jetzt raus, aber ich bin gerade zu Fuß draußen rumgelaufen und es war echt, also durch diesen Wind war es schon echt frisch. Ich meine, das ist jetzt kein, ne? Das ist so ein ganz, ganz leichter Pulli. Ich melde mich nachher nochmal, wenn ich dran denke. Ich werde die Kamera aber, glaube ich, nicht mitnehmen. So, ich bin wieder zu Hause. Ich sehe noch genauso aus wie vorher, weil ich zeige euch mal die Sachen. Also dieses Seminar, das war halt von der DKMS Live. Seht ihr hier, da gab es halt auch so eine Art Goodie-Bag. Und da sind halt Sachen drin gewesen, mit denen wir uns dort hätten schminken können. Das war aber alles nicht so meins. Also es waren nicht so meine Farben. Und ich zeige euch mal, was in dieser Goodie-Bag drin war. Also da wurde alles wahnsinnig gut erklärt. Da wurde gesagt, was man machen kann. Ich muss allerdings auch sagen, mir haben auch ein paar Sachen gefehlt. Fehlt. Zum Beispiel das Wimpern ankleben wurde da gar nicht besprochen, aber ich finde persönlich, die Wimpern fallen halt aus und ob man es machen möchte oder nicht, kann man ja selbst entscheiden. Aber ich finde, das hätten die zum Beispiel, also nur so, ne, als Beispiel, ich finde, das hätten die wenigstens einmal kurz so ansprechen können oder so. Ich greife mal einfach in die Tasche und hole mal einfach raus, was wir bekommen haben. Also es wurde halt erstmal. Genau, nee, ich versuche mal die Reihenfolge einzuhalten. Es wurde erstmal abgeschminkt. Und zwar waren in dieser Tasche jetzt ein Cleansing Tonic von Lancaster für Gesicht und Augen. Mit Melisse und Hamamelis. Finde ich echt gut. Also vor allen Dingen, das ist eine Full Size. Das ist schon ordentlich. Und Lancaster ist ja, glaube ich, auch nicht so günstig, ne? Dann wurde uns noch gezeigt, also da ist auch noch von L'Oreal ein Shampoo drin gewesen. Gut, ich brauche im Moment kein Shampoo, aber die haben gesagt, ich könnte das oder man könnte das trotzdem benutzen, weil das halt besonders gut ist für die Kopfhaut auch. Also man könnte das auch, wenn man Probleme hat mit der Kopfhaut, die ja durchaus empfindlicher werden kann, dadurch, dass halt die Haare nicht mehr quasi zum Schutz da sind, könnte man das auch benutzen. Und dann ist hier noch drin so eine Art Tuch. Das ist wie so ein kleiner Mini-Loop-Schal. Und hier ist auch eine Anleitung drin, wie man das binden kann. Die Farben sind ganz cool. Also die haben das auch gezeigt, wie man das da aufsetzen kann. Das war ganz cool. Also man kann da verschiedene Sachen mitmachen. Das ist wie gesagt so ein Loop und dann kann man das knoten und durchziehen und hier und da. Da gibt es halt verschiedene Techniken. Dann abschminken. Dann gab es einmal Eincreme. Und da war hier einmal drin von Diademin eine extra reichhaltige Tagescreme. Für trockene bis sehr trockene, reife Haut. Es kann ja sein. Es muss nicht sein. Es sind alles so kann, ne? Es kann sein, dass die Haut durch die Chemo einfach trockener wird. Ich habe das festgestellt bei mir halt hier so in dem Bereich, dass man da so ganz feine Linien auch sieht. Und die Haut sieht hier schon trockener aus, wenn ich mich schminke. Das war vorher nicht so. Allerdings habe ich jetzt auch in den letzten Tagen hier auch wieder mehr geölt. Und hier so, als so sonst. Aber trotzdem, einmal diese Creme, alles in Full Size. Die Sachen wurden teilweise auch von den anderen Teilnehmerinnen gecodecheckt und da hat keiner irgendwie geschrien und gesagt, das ist scheiße. Dann haben wir noch einen Sonnenschutz hier drin, denn auch das ist so ein Ding. Durch die Chemo wird die Haut empfindlicher gegenüber der Sonne. Man kriegt schneller Sonnenbrand, man muss schon so ein bisschen aufpassen.
Die hat einen Lichtschutzfaktor von 50. Ist für empfindliche, normale bis Mischhaut. Und auf dem Zettel oder irgendwo stand hier auch was, dass die Haut mattiert wird. Also hier steht nicht speziell drauf, dass die fürs Gesicht ist. Aber ja, normale bis Mischhaut, dann wird die wohl auch fürs Gesicht sein. Und irgendwo hatte ich jetzt auch gelesen, dass das die Haut so ein bisschen mattiert. Das heißt, wenn man sich damit eincremt, hat man nicht direkt so eine Speckschwarte. Also einmal die. Kann man sich natürlich auch auf die Kopfhaut schmieren. Da waren auch jede Menge Flyer drin. Die muss ich gleich nochmal durchgehen, was das alles ist und so. So, dann ging es los mit der Foundation. Da war eine drin hier von Dr. Hauschka Foundation. Nummer 02. Die wäre mir persönlich wohl zu hell. Was mir auch aufgefallen ist, es gab da keine Pinsel, es gab keine Schwämme, es gab irgendwie nichts zum Auftragen. Also die anderen Teilnehmerinnen, die da halt gesagt haben, ich mach das, die haben das alle mit den Händen dann aufgetragen, aber es gab auch keine Waschbecken. Ja, wie gesagt, die war da drin. Dr. Hauschka ist ja auch eine ganz gute Firma. Einmal die halt, die war da drin. Also, und dann kam der Concealer. Warum ich das so komisch sage, weiß ich nicht. Concealer ist ebenfalls, glaube ich, von Dr. Hauschka. Ja. Das ist so einer hier zum Rausdrehen. Der ist mir aber auch viel zu hell. Also, es gab halt, jeder hat dieselben Farbnuancen bekommen bei den Sachen. Und mir wäre das jetzt schon zu hell gewesen. Ich habe gestern Abend noch gebräunt. Ich habe gestern Abend noch meinen Garnier-Selbstbräuner ins Gesicht gesprüht. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, zeige ich immer in meinen Aufgebraucht-Videos. Dann kam Puder. Da gab es dann das, wobei ich denke, man hätte auch einfach sagen können, wenn ihr das nicht benutzen wollt, könnt ihr das benutzen. Weil ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich glaube, dass das schon etwas stärker deckenderes ist. Das ist auch ein BB-Puder. 5 in 1. Krass. Was sind denn die 5? Universelle Teint Perfektionierer für samtig weiche, makellose Haut wie ungeschminkt. Aber was sind die 5 in 1? Naja, da war auf jeden Fall die Nuance. Gibt es da verschiedene Nuancen? Ich kann das nicht so richtig sehen. Das ist so dunkel hier. Heller Hauttyp. Dann kamen die Lidschatten. Auch hier wieder keine Pinsel. Und da war hier drin ein Quartett von Alverde. Die Farben sind echt schön. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist Nummer 48, Mauve Sensation. Wie gesagt, ich finde die Farben ganz schön, aber es war ein bisschen schwierig. Also ich habe das bei den anderen dann so beobachtet, mit dem Applikator das aufzutragen. Um Gottes Willen, ich will mich nicht beschweren, aber also ich meine, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht ein paar Pinsel mitgenommen. So, dann waren hier noch ein paar Stifte drin. Und zwar einmal ein Kajalstift, der ist auch von Dr. Hauschka, allerdings ist das so ein Blauton. Ich habe den gar nicht aufgemacht, weil die ganzen Sachen waren ja alle, ne, versiegelt. Und das da alles aufzupulen, ich hatte ein bisschen Angst um meinen Nagel. Aber das war ein schönes Blau, natürlich passte das nicht unbedingt zu dem Lila, was man stattdessen dann benutzen konnte. Den habe ich aufgemacht, einen Augenbrauenstift von Lavera. Der war mir allerdings viel zu dunkel. Es ist ein sehr, 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 sehr dunkles Braun. Allerdings, wenn ihr den Augenbrauenstift sucht, ich habe den mal so ein bisschen, der ist sehr weich. Also, ich mag das ja, wenn Augenbrauenstifte etwas weicher sind, weil man sich dann die eigenen Härchen nicht auch noch ausreißt. Ich habe ja mal dieses Problem mit den härteren Augenbrauenstiften, dass ich mir meine eigenen Härchen damit ausreiße, wenn ich versuche zu malen. Der ist schon, der ist ganz gut. Den haben dann teilweise die Mädels auch benutzt als Kajal. Weil, also das funktioniert auch ganz gut mit dem. Und dann war hier noch drin von Dr. Hauschka ein Lip Liner in der 03. Hat der auch einen Namen oder hat der nur eine Also Namen steht da nicht drauf, aber Lip Liner war da noch, den habe ich auch nicht. Ich habe versucht, ich habe eine ganze Weile versucht, den aufzupulen und habe es dann irgendwann aufgegeben. Und danach habe ich die anderen, danach habe ich dann auch den Kajal nicht mehr aufgepult, weil ich habe einfach aufgegeben. Eine Mascara war auch drin. Endless Lashes, verlängerte Mascara von Douglas selbst. Ich zeige euch die mal kurz. Ich war sehr, sehr neugierig und habe die mir mal aufgemacht und mir angeguckt. Die sieht. Kann man das erkennen? Ich hoffe, man kann das erkennen. Die hat halt das Bürstchen ist sehr, sehr klein und schmal. Das finde ich gut. Aber das sind halt diese Gummi. Diese Gumminoppen. Und
die sind sehr, sehr weit auseinander. Und die eine Teilnehmerin hatte tatsächlich dann auch das Problem, dass ihre Wimpern damit sehr, sehr verklebten. Also so richtig durchkämmen. Ich meine, ich klebe ja sowieso. Und ich habe auch nicht mehr viele Wimpern im Moment. Wenn man nur so wenig Wimpern hat und das ein bisschen dann noch so, ich sag mal, grob ist, dann kann man die natürlich auch nicht damit trennen. Dann kleben die zusammen und dann sieht es aus, als hätte man noch weniger. Das hört sich alles an, als würde ich mich beschweren. Ich möchte mich gar nicht beschweren, aber das sind halt so meine Sachen, die mir halt aufgefallen sind. Dann war noch ein Rouge Powder da drin in der Nummer 02. Das sieht, das ist ein echt schöner Ton. Und auch hier wieder. Das sah sehr lustig aus. Also die haben das dann versucht, teilweise damit wirklich auch aufzutragen. Man sah halt schon, dass diese Pinselchen nicht wirklich geeignet sind dafür, weil dann machte das Pfff und dann hatten die da irgendwie einen Punkt oder einen Streifen. Aber die Farbe finde ich sehr, sehr schön und mit einem Pinsel wäre das bestimmt, würde das bestimmt schön aussehen. Also die Farbe gefällt mir. Und dann werden zwei Lippenprodukte drin. Einmal von L'Oreal. Allerdings ist das knallrot. Wirklich knallrot. Also richtig knallrot. Ich finde die Farbe, das ist ein echt schönes Rot. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Rot. Aber die meisten Frauen, die da saßen, also die hatten fast alle die gleiche Farbe. Manche hatten auch einen Nüton. Aber die meisten waren halt sehr, sehr schminkunerfahren. Und dann direkt mit so einem knallen, krassen Rot loszulegen. Und dann war da noch drin von Estee Lauder ein Pure Color Envy Liquid Lip Potion. Und ich habe die Nummer 250 gehabt, Quiet Riot. Manche hatten auch einen sehr schönen Nude-Ton. Das kann man wahrscheinlich nicht gut erkennen. Das ist auch, also der ist schon sehr, sehr deckend. Das ist so ein, ich würde sagen, das ist so ein Fuchsia-Ton. Das sieht zwar wie rot mit so einem leichten Pink-Einschlag. Das ist an sich eine schöne Farbe, aber wenn ihr meine Videos schon eine Weile guckt, dann wisst ihr ja, dass ich eigentlich sowas nicht trage. Da war allerdings eine Teilnehmerin, die hatte auch so ein sehr, sehr krasses, das sah aus wie Neon Pink. Aber als sie das aufgetragen hat, war das nicht deckend. Das sah dann nur aus wie so ein Sheen. Keine Ahnung, das sah echt schön aus. Aber ich glaube, der ist nicht so. Der sieht schon sehr, sehr deckend aus, finde ich. Zu guter Letzt ein Avène Thermalwasserspray für empfindliche Haut. Finde ich cool. Ich glaube, ich habe jetzt momentan 2 oder 3 davon in meinem Kühlschrank. Das habe ich auch direkt mal aufgemacht und dann, weil ich ja so trocken bin. Also kann ich euch nur empfehlen, wie gesagt, ich habe eigentlich immer irgendwie sowas da und wenn der Sommer kommt und das dann im Kühlschrank liegt, also ich habe das immer im Kühlschrank liegen, dann kann man sich das einfach zwischendurch mal aufs Gesicht sprühen oder die gute Frau da hat auch gesagt, man könnte sich das ja auch zwischendurch, wenn die Kopfhaut wirklich irritiert ist oder so, mal auf den Kopf einfach sprühen, um das so ein bisschen zu beruhigen, steht da hier auch drauf, ne? Also hautberuhigend und reizlindernd. So, das war die Goodie Bag. Mein Fazit, an sich ist das eine ganz, ganz tolle Idee, finde ich. Ich habe tatsächlich auch mit 2 Mädels da Nummern ausgetauscht und also das finde ich, finde es sehr toll, um auch mal andere kennenzulernen. Und wie gesagt, die Idee ist auch ganz, ganz toll. Aber ich finde, es ist nicht ganz 100% durchdacht. Also ich hätte es schön gefunden, wenn vielleicht noch Pinsel da gewesen wären oder wenn welche drin gewesen wären. Aber das ist halt so, diese Firmen, die geben die Sachen quasi, die spenden quasi die Sachen, sind halt dann Sachspenden, sagte sie. Und dadurch haben die halt die Möglichkeit, das zu machen. Es ist auch nicht immer das Gleiche in den Beuteln. In den Goodiebags. Ja, und die Farben halt. Ne? Das ist ein bisschen schade. So, der Augenbrauenstift ist mir halt viel zu dunkel, die Foundation viel zu hell. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber gut, das können die ja vorher nicht wissen. Die wissen ja nicht, wie du aussiehst, wenn du dich da anmeldest. Und jeder kriegt halt eine so eine Tasche. Und wir hatten, glaube ich, alle diesen dunkelbraunen Augenbrauenstift. Gut, den kann man jetzt noch als Kajal benutzen. Aber solche Sachen wie die Creme und das Abschminkzeug und so weiter und das Shampoo, das gilt ja für alle. Und die Sachen, die ich jetzt nicht benutzen werde, die kann ich ja weitergeben. Wie gesagt, ich finde es eine ganz, ganz tolle Idee. Einfach auch, um den Frauen zu zeigen, ihr müsst jetzt nicht so rumlaufen wie, ne? Also, ne? Ich meine, ich bin ja auch nicht so. Ich habe mich halt vorher schon so geschminkt und deswegen
ist das für mich jetzt alles nichts Neues. Aber wenn man dann da sitzt und man hat sich noch nie die Augenbrauen nachgezeichnet oder so, dann finde ich das wirklich eine ganz, ganz tolle Idee. Und die haben auch wirklich gesagt, wo die eine gesagt hat, ich komme mit dieser Mascara nicht klar, was mache ich denn falsch? Dann haben die auch wirklich nochmal geguckt und gesagt, ja, komm, ich zeig dir das nochmal und so. Das fand ich wirklich, wirklich super. Und generell finde ich es auch toll, dass die Firmen da Sachen dazugeben, dass die Teilnehmerinnen halt diese Goodie-Bag bekommen und das man einfach mal ausprobieren könnt zu Hause in Ruhe. Wenn ihr könnt ja mal, wenn ihr betroffen seid, einfach mal gucken, ob es in eurer Stadt sowas gibt. Das lief jetzt über unsere Krebsberatungsstelle. Und da konnte man sich anmelden, beziehungsweise in der Praxis von meinem Onkologen hing auch immer dieses Plakat. Das hing im März, glaube ich, auch schon mal. Nee, Februar. Februar hing da schon mal eins, da konnte ich aber nicht. Und jetzt hing dann halt wieder ein Plakat und dann habe ich mich angemeldet. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, das einfach mal zu machen, auch wenn es einfach nur ist, um mal für ein paar Stunden rauszukommen aus diesem Trott und aus diesem Alltag. Und um einfach mal andere Leute kennenzulernen und ein bisschen was anderes zu sehen. Schon allein deswegen finde ich es toll. Ja, mehr möchte ich dazu jetzt, glaube ich, gar nicht. Das wird auch schon viel zu lang. So lang sollte das gar nicht werden. Und deswegen höre ich jetzt auf. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss.